Wenn ein Hollywood-Star am Steuer sitzt, da wird geflucht. Their shit is fucking hard. Da wird groß geprallt. Ich bin Kanadas größter Rapper. Was? Na, immerhin wird dann aber auch geliefert. Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Ein Auto, ein Superstar und ein ganz persönliches Interview on the road. Das ist Stars in Cars. Heute mit Ryan Reynolds. Wir holen Ryan Reynolds in Berlin ab. Der Kanadier ist zurzeit auf weltweiter Tour, um seinen Superheldenfilm Deadpool zu promoten. Für den 39-Jährigen schon fast Routine. Denn seit frühester Kindheit steht der Schauspieler bereits vor der Kamera und war seitdem in unzähligen Hollywood-Filmen, Fernsehserien und Werbespots zu sehen. Dazu noch eine Auszeichnung zum Sexiest Man Alive und eine Ehe mit Hollywood-Star Blake Lively. Ein echter Hollywood-Star eben. Bleibt die Frage, mit welchem Auto macht man so jemandem eine Freude? Vor allem, wenn die Person sich öffentlich eher als Motorrad-Fan outet. Wie wäre es hiermit? 540 PS stark, 220.000 Euro teuer und ein echter Hingucker. Das ist der Ferrari California T. Und überzeugt? Oh, oh, you're in deep shit. Thank you. Ist das nun Begeisterung oder etwa Zweifel an den eigenen Fahrqualitäten? Kurze Einführung, dann runter mit dem Gaspedal. Was kostet das Auto hier eigentlich? Über 200.000 Euro. Wenn ich es kaputt mache? Dann musst du es zahlen. Was, ich? Warum? Soll ich es etwa zahlen? Egal, lass es uns schrotten. Das wäre doch die beste Geschichte ever. Vielleicht lieber nicht. Ryan sollte auch vorsichtig bleiben, denn zu Hause wartet seit August nicht nur Schauspielerin und Ehefrau Blake Lively auf ihn, sondern auch eine kleine Tochter, der er allerdings einen etwas gewöhnungsbedürftigen Namen verpasst hat. Wir haben sie James genannt. Das ist ein Jungsname, aber mein Vater hieß so. Und der ist letztes Jahr gestorben und deswegen haben wir sie nach ihm benannt. Ich weiß, es ist ein ungewöhnlicher Name. Da hätten wir auch gleich Gary nehmen können. Das wäre genauso schlecht gewesen. Du hast ihr damit keinen Gefallen getan. Ich weiß, aber ich finde, der Name passt zu ihr. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Andere Promis sind doch viel schlimmer. Die nennen ihr Kind Regenbogen, Kaugummi, Klatschkuchen. Es gibt Kinder mit schlimmen Namen da draußen. Dagegen ist James total normal. Tagsüber Hollywood-Star, zu Hause Papa und Ehemann. Ein Spagat, den Ryan bisher ohne Probleme meistert. Nur mit der Geduld hapert es etwas, wie dieses Video beweist, in dem Ryan Reynolds am Aufbau eines IKEA-Babybetts scheitert. Ich mag IKEA eigentlich, aber das Zeug kann man verdammt schwer zusammenbauen. Ja, das Familienleben ist halt kein Zuckerschlecken. Aber immerhin hat der Hollywood-Star privat selten Ärger mit Paparazzi oder stalkenden Fans. Wir leben nicht in Hollywood, sondern etwas außerhalb von New York. Da kann ich mit James einfach rausgehen. Ich muss mein Kind nicht verstecken, weil ich dort einfach nicht im Rampenlicht stehe. Der Sexiest Man Alive als fürsorglicher Papa. Und auch um seine Ehe ist Ryan Reynolds stets bemüht. Denn es klingt zwar wie ein absoluter Traum, mit einer Hollywood-Schönheit wie Blake Lively verheiratet zu sein, aber auch dieses Paar hat seine ganz eigenen Probleme. Klar gibt es Nachteile. Hier ist einer. Wir haben mal beschlossen, dass wir nur abwechselnd Filme drehen. Heißt, wenn ich mal irgendwo auf der Welt einen Film mache, dreht sie erst danach. Meistens irgendwo anders auf der Welt. Heißt, wir sind zwar ständig zusammen, aber auch ständig unterwegs und nie zu Hause. Das geht aber gar nicht anders, weil sonst würde diese Ehe ganz schnell den Bach runtergehen. Neben Blake Lively hat Ryan Reynolds übrigens auch noch eine ganz große Liebe in seinem Leben. Motorräder. Sogar einen Roadtrip durch Deutschland hat er schon hinter sich. Allerdings war ihm eins auf unseren Straßen nicht ganz klar. Ich blöder Kanadier dachte immer, die Autobahn ist in Deutschland überall. Aber das stimmt ja gar nicht. Es gibt wahrscheinlich hunderte Blitzerfotos von mir. Diese Strafzettel sind aber nie bei mir angekommen. Wenn die deutsche Polizei also jetzt zugucken sollte, schickt die Rechnungen einfach an Alex hier. Und ich soll die bezahlen? Ja, du fährst auf Ferrari, du bist steinreich. Wer von diesen beiden reicher ist, ist vermutlich kein Geheimnis. Denn auch für Deadpool gab es für Ryan bestimmt ein bisschen Gage.
Im Film spielt er den Bad Boy White Wilson, der nach einem Experiment zwar zum unkaputtbaren Deadpool mutiert, äußerlich aber entstellt ist und auf Rache sinnt. Für die Dreharbeiten musste der Kanadier übrigens nicht nur Muckis aufbauen. Nein, sogar die hohe Kunst des Rappens lernte er extra für Deadpool. Kostprobe? Nicht schlecht, oder? Ich bin seitdem Kanadas bester Rapper. Ja, wer möchte da widersprechen? Kurz darauf kommen wir auch schon am Ziel an. Zeit, sich vom 200.000-Euro-Geschoss zu verabschieden. Danke dir, Ryan. Danke dir, Alex. Stars in Cars, wow, wollen wir mal Stars im Flugzeug drehen? Dann nehme ich dich mal mit. Na, das ist mal eine Einladung. Wer mehr vom sympathischen Ryan Reynolds sehen möchte, Deadpool ist ab heute in den deutschen Kinos.